Hör mal zu, Proudly presents. Die Abenteuer von Paul und Stiefelchen. In Stereo. Gute Unterhaltung und danke für dein Like. Griechisches Roulette mit Gerd Günther Hoffmann, Lothar Ziebel, Hans-Maria Meinhardt und Edeltraud Elsner. Griechische Sonne, griechischer Wein, zwei Liebende, Paul und Stiefelchen zusammen im Urlaub. Dieses Mal in Griechenland, doch wie immer wartet an irgendeiner Ecke das Verbrechen. Es ist nicht gerade das Hilton. Wir sind in Griechenland, Stiefelchen. Mitten in den Pindosbergen. Komm. Guten Tag. Womit kann ich Ihnen dienen? Wir haben eine Panne. Unser Auto steht auf der Alisa-Straße. Man hat uns gesagt, es gäbe hier in Kalimiros einen Mechaniker. Andreas Konvak ist ein Genie auf jedem Gebiet. Hauptsache, er hilft uns. Morgens ist er ein Genie, abends sieht er alles doppelt. Katina, wir haben ein Fremdenzimmer. Sie können bei uns übernachten. Bitte bring Wein und Brot für die Herrschaften. Abendessen gibt es später. So ganz schmeckt den beiden weder der Wirt noch das Hotel. Es ist alles etwas schäbig heruntergekommen und wirkt nicht gerade einladend. Vielen Dank, sehr liebenswürdig. Darf ich Ihnen Kyrie Hardcastle vorstellen? Ein guter Bekannter von mir. Joe Hardcastle, Huddersfield. Sind Sie Engländer? Bin ich. Wird auch Zeit, dass man in dieser gottverlassenen Gegend endlich einen zivilisierten Menschen zu sehen bekommt. Vielleicht können wir zusammen zu Abend essen. Gute Idee, aber ich möchte vorher noch etwas klären. Kann ich Sie einen Moment sprechen, Mister? Entschuldigen Sie bitte. Moment, bitte. Man mag hier im Dorf keine Fremden. Sie haben sich wohl noch nicht an Sie gewöhnt, was? Sind Sie auf der Durchreise? Ja. Vor 25 Jahren ist mein Sohn hier in der Gegend gestorben, während des griechischen Widerstandes. Als ich vor einiger Zeit pensioniert wurde, habe ich mir gedacht, ich fahre mal hierher, um rauszukriegen, wie das passiert ist. Aber kein Mensch hier will darüber sprechen. Vielleicht die Götter der Antike. Ja. Es gibt doch da was, womit man jemanden zum Reden bringt. Sie meinen Geld? Das habe ich versucht. Und es beginnt auch schon zu wirken. Heute Abend treffe ich einen von hier, außerhalb des Dorfes. Bitte heben Sie das auf, bis ich zurückkomme. Der nächste Morgen, sonnig, wolkenlos, 25 Grad. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen, was kaputt ist. Andreas hat das schnell erledigt. Kann er es auch? Er muss. Ein Fremder im Dorf ist genug. Ich brauche einen Ersatzteil. Ja? Schaffen Sie das? Na klar. Mit Eisen kann Andreas umgehen. Bin ich ja beruhigt. Wir waren doch damals alle hier im Dorf beim Widerstand. Ja, gegen die Deutschen. Und Andreas hat uns Messer und Stilette gemacht. Wunderschöne Stilette. Wie das hier? Morgen, Kyrie Tempel. Gut geschlafen? Ja, wie ein Stein. Haben Sie Mr. Hardcastle schon gesehen? Nein, er ist gestern Abend nicht zurückgekommen. Er wurde zuletzt auf dem Weg nach Anokalita gesehen. Das nächste Dorf. Er ist vielleicht dort übernachtet. Hat er Ihnen etwas gesagt? Nur, dass er jemanden treffen will. Hat er auch gesagt, wen? Nein. Man kann sich leicht in den Bergen verirren. Es gibt eine Menge Ziegenpfade. Im Mondschein sehen sie alle gleich aus. Sie meinen, er ist vielleicht verunglückt? Ja, es gibt dort steile Abhänge, wissen Sie. Aber man muss ja nicht gleich das Schlimmste denken. Es wird schon nichts passiert sein. Wollen Sie nicht jemanden losschicken, der nach ihm sucht? Stiefelchen. Ich habe noch einen Kaffee bestellt. Kluges Kind. Na, was ist? Bekommt er ihn wieder flott? Wer, Andreas? Die hat mir gesagt, er kann alles reparieren, wenn er will. Mhm. Was machst du denn für ein Gesicht? Ist komisch, dieser Mr. Hardcastle ist gestern Abend nicht zurückgekommen. So? Aristoteles glaubt, er hätte vielleicht im nächsten Dorf übernachtet. Ach, du witterst schon wieder was. Ich bitte dich, lass uns weiterfahren. Kalimeros wird mir unheimlich. So was Ähnliches hat Hardcastle auch gesagt. Was macht er eigentlich hier? Du bist doch bestimmt kein Tourist, oder? Nein, sein Sohn war während des Widerstandes hier. Vielleicht als britischer Verbindungsoffizier. Die sind damals mit Fallschirmen abgesprungen, um den Partisanen zu helfen. Sie haben auch Waffen gebracht. Der Sohn ist hier gestorben. Wie ist das passiert? Das will Hardcastle ja rausbekommen. Ihr Kaffee. Danke. Ich bin Vasilis Paradaisianos, der Sohn von Kyrie Aristoteles. Freut mich, Sie waren gestern Abend wohl gar nicht hier, was? Nein. Bleiben Sie länger in Kalimeros oder sind Sie nur auf der Durchreise? Wir wollen heute noch weiter. Bei uns gibt's ja auch nichts Interessantes zu sehen. Na, wer weiß. Bei uns sicher nicht.
Hier sind sie am Ende der Welt. Nichts. Nichts passiert hier. Tja, aber das war doch wohl nicht immer so. Früher ist doch wohl einiges in Kalimeros passiert. Wann denn? Während des Krieges. Ja, richtig, stimmt. Da war hier einiges los. Ja, haben Sie den Sohn von Kyria Hardcastle gekannt? Ja, ich glaube. Ich kann mich an ihn erinnern. Kyria Janice nannten wir ihn damals. Wie ist er gestorben? Ich weiß nicht, das ist alles schon ziemlich lange her. Ich bin damals noch ein Kind gewesen. Entschuldigen Sie mich bitte. Danke. Katina, wie lange sind Sie schon in Kalimeros? Mein ganzes Leben. Gefällt es Ihnen hier? Es gibt trostlosere Orte als den hier. Ja? Ich kenne keinen. Das Nest hier ist doch das Letzte. Hier gibt's nur alte Männer, die ewig damit prahlen, was für Helden sie im Krieg waren. Bis ich 10 Jahre alt war, lebte ich mit meiner Mutter in einem Schafstall am Ende des Dorfes. Im Winter hat uns ein armseliges Wellblechdach vorm Regen geschützt. Niemand im Dorf wollte mit uns sprechen. Warum nicht? Als meine Mutter starb, hat sich Kyria Aristoteles meiner angenommen und mir Arbeit gegeben. Seitdem wohne ich hier. Warum wollte niemand mit Ihnen sprechen, Katina? Es sind Barbaren, Kyria. Das werden Sie auch noch merken, wenn Sie nicht bald verschwinden. Orestes! Pavlos! Andreas! Kommt her! Kommt schnell her! Er ist tot. Sifi fand ihn in der Schlucht. Bringt ihn in die Kirche. Geht weg, macht Platz. Los, hilf mir mal. Was ist denn da drüben los? Ich glaube, Sie haben Hardcastle gefunden. Ach was. Doch. Sie haben ihn getötet. Das verstehe ich nicht. Warum denn, Katina? Weil Sie seine ewigen Fragen satt hatten. Ach was, man bringt doch niemanden um, nur weil er Fragen stellt. Mein Vater wurde von Ihnen zu Tode gesteinigt. Genau an der Stelle, wo Sie jetzt stehen. Er hat auch zu viel gefragt. Hardcastle? Ja, ein Schafhirt hat ihn in einer Schlucht in der Nähe des Dorfes gefunden. Sie meinen das Dorf, wo er hin wollte? Ja, aber er wollte einen kürzeren Weg nehmen. Am Grat des Berges entlang. Rechts und links sind steile Abgründe. Das Mondlicht kann trügen. Er ist in eine tiefe Schlucht gestürzt. Und was jetzt? Wir werden die Behörden in Alisa benachrichtigen. Und dann kommt die Polizei und holt ihn ab. Sie wussten, weshalb er hierher kam? Er wollte wissen, wie sein Sohn ums Leben gekommen ist. Hat er es rausbekommen? Ich habe ihm gesagt, was wir wussten. Aber er gab sich nicht damit zufrieden, oder? Er verstand sehr wenig Griechisch. Er war ein alter Mann mit merkwürdigen Ideen. Andreas wird Ihren Wagen reparieren. Es dauert nur noch etwas. Ich habe mit ihm gesprochen. Sehr liebenswürdig. War das ein Unfall? Aristoteles glaubt es jedenfalls. Es würde mich nur interessieren, ob er was rausgefunden hat. Hardcastle, meine ich. Er sprach kaum Griechisch und trotzdem hat er nicht aufgegeben. Was ist das? Es hat Hardcastle mir gegeben. Gestern, bevor er wegging? Ja. Was ist das für ein Büchlein? Ein Taschenkalender. Es stehen Zahlen und Notizen drin. Und ein paar griechische Worte. Wenn nun sein Sohn, wie hieß er eigentlich? Janice. Wenn er mit den griechischen Widerstandskämpfern zusammengearbeitet hat und hier starb, warum wollen Sie denn dann nicht über ihn sprechen? Es sei denn... Ja, was? Es sei denn, er hätte Ihnen etwas Furchtbares angetan. Ja, oder Sie ihm, das wäre doch auch möglich. Es war ein Unfall, Sifi, glaub mir. Du brauchst dir deswegen keine Sorgen zu machen. Die Polizei aus Alisa wird kommen und du wirst ihnen erzählen, wie es passiert ist. Und damit ist der Fall erledigt. Danke, Vater. Und jetzt geh in Frieden. Die sengende Hitze Griechenlands breitet sich am Nachmittag über das ganze Land aus. Paul und Stiefelchen dösen einige Zeit in ihrem Hotelzimmer. Dann machen sie sich wieder auf den Weg in die Hotellobby. Sie haben kein Recht, hier zu sein. Naja, das weiß ich. Gehen Sie, aber schnell. Wie Sie meinen. Ich habe gesehen, was ich wollte. Sie sind wohl verrückt. Aus purer Neugier, sich hier hereinzuschleichen. Hat Sie jemand reinkommen sehen? Nein. Das war Ihr Glück. Sie kennen meine Landsleute nicht. In so entlegenen Dörfern sind die Menschen sehr einfach. Gottesfürchtig, aber auch zu allem fähig. Wenn sich einer in ihre Angelegenheiten mischt. Sie könnten mich vielleicht auch zu Tode steinigen. Es ist besser, Sie verschwinden jetzt. Wenig später an der Bar. Na, wie sieht's aus, Andreas? Naja,
Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Aber es braucht Zeit. Und Sie möchten schnell weg, nicht? Oh, ich persönlich will das nicht, aber im Dorf gibt es ein paar, die das kaum erwarten können. Sie sind ein kluger Mann, Kyrios, das habe ich gleich gesehen. Das wird sich noch rausstellen. Und ein weiser Mann. Kyrie Temple! Entschuldigen Sie vielmals. Tut mir leid, dass ich vorhin so unhöflich war. Ach was, ist doch gar nicht so wichtig. Das habe ich längst vergessen. Na gut. Je älter ich werde, umso weniger kann ich dieses Klima hier ertragen. Die Hitze macht mich völlig fertig. Ich bin immer so nervös und leicht gereizt. Bitte setzen wir uns doch einen Moment. Ja, gut. Was wissen Sie über Kyrie Hardcastle? Nicht viel. Nur, dass sein Sohn in der Widerstandsbewegung war. In Kalimeros war jedermann beim Widerstand. Und noch heute sind sie auf ihre Toten stolz. Was haben sie denn getan? Ihre Haupttätigkeit war an der Küste in der Nähe von Alisa, wo damals alliierte Truppen aus Ägypten gelandet sind. Sie waren eingesetzt als Funker, Automechaniker und für andere Spezialarbeiten. Es war natürlich nicht ungefährlich. Stellen Sie sich vor, die alliierten Soldaten mussten oft durch die feindlichen Linien geschleust werden. Aristoteles war der Partisanenführer. Ah, ja. Es hat manchen Engländer gegeben, der ihm sein Leben zu verdanken hatte. Ausgenommen Kyrie Genis. Lassen Sie Kyrie Genis in Frieden ruhen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Und sein Vater? Das ist alles sehr traurig, aber alte Menschen sollten nachts nicht in den Bergen rumklettern. Für diesen Unfall kann niemand etwas. Wirklich nicht? Außer er selbst. Er ist doch umgebracht worden. Er wurde in den Hals gestochen. Vielleicht mit einem Stilett. Die Wunde war sehr klein. Das konnte man glatt übersehen, nachdem er in die Schlucht gefallen war. Aber Sie haben es bemerkt? Ja, allerdings. Sie scheinen Erfahrung in solchen Dingen zu haben. Sie meinen, ob ich von der Polizei bin? Das nicht, aber der Fall interessiert mich. Warum? Ich habe Hardcastle nur kurz gekannt, aber wissen Sie, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er nachts in den Bergen allein spazieren geht. Warten Sie ab, bis die Polizei aus Alisa kommt, dann wird sich vielleicht alles aufklären. Ja, vielleicht. Und befolgen Sie meinen Rat, halten Sie sich aus allem heraus. Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Dann erzählen Sie wenigstens keinem hier, was Sie mir eben erzählt haben. Ich möchte nicht, dass Sie Schwierigkeiten kriegen. Denken Sie doch auch mal an Ihre Frau. Ich werde es überschlafen. Gut. Ich hoffe in Ihrem Interesse, dass Andreas Ihren Wagen bis dahin in Ordnung gebracht hat. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Aber bitte. Wollen Sie mitspielen? Nein, danke. Ich schaue ein bisschen zu. Wie kam Janice damals ums Leben? Er wurde erschossen. Im Kampf? Auf der Flucht. Er hat viel vom Brückenbau verstanden. Ja, er ist bei den Pionieren gewesen. Er war Meister seines Fachs. Und zwar nicht nur im Brückenbauen, sondern auch im Brückensprengen. Und das ist damals bei uns seine Hauptaufgabe gewesen. Die Brücke konnte noch so groß sein. Er hat sie immer erledigt. Die war kaputt. Eine Widerstandsgruppe aus Kardizza hat ihm geholfen, die Brücke über den Mavropotamus zu sprengen. Es war die wichtigste deutsche Verbindung vom Norden nach Athen. Die Deutschen waren wie verrückt nach ihm. Sie haben alles versucht, Janice zu schnappen, aber er ist ihnen immer wieder durch die Lappen gegangen, trotz der vielen Kontrollen. Sie haben einen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. Von der Summe hätte man bequem ein paar Jährchen leben können. George, du redest zu viel. Wir alle reden zu viel. Er musste also verschwinden und ihr solltet ihm dabei helfen. Richtig, es hätte ja auch also uns niemand gekonnt. Wir kannten doch in den Bergen jeden Weg und Steg, jede Schlucht. Was sollte denn da schief gehen? Und warum ging es dann doch schief? Irgendwie hat man herausbekommen, dass Jenny sich bei uns aufgehalten hat. Dann haben sie ihn abgepasst. Also hat ihn jemand verraten? Hören wir doch endlich auf von der Geschichte. Warum soll man nicht darüber sprechen? Ihr habt ihm doch geholfen. Oder war einer von euch vielleicht... So was hätte nie passieren dürfen. Was meinen Sie damit? Schluss jetzt! Wenn Sie noch mehr wissen wollen, fragen Sie Aristoteles. Das mache ich. Wie gefällt Ihnen mein Sarg, Kyrie Temple? Ausgezeichnet, aber noch ein bisschen zu früh, oder? Schon lange her, dass ich ihn gezimmert habe. Es war im Krieg. Ich dachte damals, ich könnte ihn jeden Moment gebrauchen. Er hat geduldig auf mich gewartet die ganzen Jahre, aber einmal wird es ja dann soweit sein. Sie haben ihn wirklich selbst gemacht? Ja, die Paradisianos sind seit Generationen Zimmerleute und Schreiner. Wir sind immer sehr sparsam gewesen, haben uns Land gekauft. Wir wollten es zu was bringen. Jetzt führe ich noch die Gastwirtschaft. Mhm.
Wollten Sie etwas? Wurde Jennys verraten? Ja. Ich weiß, es geht mich nichts an. Warum fragen Sie dann? Weil mir Kyrie Hardcastle leid tut. Mitleid ist kein gutes Gefühl. Man kann dabei selbst zu Schaden kommen. Darüber lässt sich streiten. Es war ein hoher Preis auf Jennys Kopf ausgesetzt. Wurde er deswegen verraten? Ja, möglich, aber wir haben es nie rausbekommen. Ihr habt Jennys getroffen? Natürlich, aber nicht, um das Kopfgeld zu kassieren. Warum wurde euer Dorf eigentlich nicht niedergebrannt? Das war doch so üblich, um die anderen abzuschrecken. Ich war mit vielen Deutschen befreundet, die uns geholfen haben. Sie waren sehr anständig. Es gibt genauso viele gute Deutsche, wie es gute Griechen gibt oder Engländer. Zudem waren es gute Soldaten. Sie haben ihre Pflicht erfüllt, wie die anderen auch. Sie haben gesagt, Sie waren mit ihnen befreundet. Ich habe von Zeit zu Zeit versucht, ihnen das Leben ein bisschen angenehm zu machen. Sie bekamen von mir Wein und was zu essen. Ich war höflich und nett zu ihnen und sie haben sich bei mir wie zu Hause gefühlt. Wenn man in einem fremden Land ist, schätzt man sowas besonders hoch ein. Viele von ihnen sind heute noch meine Freunde. Und Sie trauten Ihrer Freundschaft? Allen habe ich nicht getraut, aber Sie haben Kalimeros nicht niedergebrannt. Und davon wäre ich am meisten betroffen gewesen. Wollen Sie noch etwas wissen? Haben Sie herausgefunden, wer Jennys verraten hat? Oh ja. Wer? Das spielt doch keine Rolle. Er hat seinen Preis gezahlt. Wie? Er wurde zu Tode gesteinigt. In der Hotellobby trifft Paul auf ein sympathisches, junges Schweizer Ehepaar aus Zürich, Steffi und Andy. Er unterhält sich kurz mit ihnen und trinkt einen Pink Gin. Danach geht er aufs Zimmer zu Stiefelchen. Stiefelchen, gibst du mir Hardcastles Taschenkalender? Was ist denn? Ich habe da eben ein griechisches Wort aufgeschnappt, rein phonetisch. Moment, hier stehen ein paar Worte. Tabros, das ist sehr interessant. Das sind alles Tiere. Stier, Fuchs, Wolf. Wieso hat er sich das alles aufgeschrieben? Codenamen. Du bist Gold wert. Und was ihn besonders interessiert, hat er unterstrichen. Katzika, die Ziege. Kyrios. Ja? Er springt immer noch nicht an. Was? Das verstehe ich aber nicht. Haben Sie sich mit dem Wagen nicht verkauft? Im Allgemeinen sind die Leute mit der Marke recht zufrieden. Starten Sie mal. Halt, stopp. So. Nochmal? Andreas, als Sie während des Krieges im Widerstand waren, gab es da bei euch Codenamen? Codenamen? Ja, zum Beispiel für den Funkverkehr. Ah ja, richtig. Die haben wir von den Engländern bekommen. Allerdings nur die Führer des Widerstands. Wir mussten ja mit den Engländern über Funk sprechen können, ohne uns zu verraten. Erinnern Sie sich an die Codenamen? Was denken Sie? Das ist über 25 Jahre her. Was für einen Codenamen hatten Sie denn? Ich? Das weiß ich natürlich noch. Ich war Tavros, der Stier. Und Aristoteles? Der Wolf. Wer war Aleppo? Wer war denn jetzt gleich Aleppo, der Fuchs? Pavlos. Ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Und Stati war der Hund. Alles gut, nicht? Und George Papadakis war der Skorpion. So, jetzt versuche ich's nochmal. Und wer war Katzika, die Ziege? Es gab keine Katzika. Es muss aber eine gegeben haben. Es gab aber keine Katzika. Wir waren damals nur sechs. Na gut. Tja, dann versuchen Sie es nochmal. Wir wollen ja hier nicht überwintern. Ja. Na? Andreas sagt, es gab keine Ziege. Aber es muss doch eine gegeben haben, sonst hätte er sie ja nicht aufgeschrieben und sogar noch unterstrichen. Ja, du hast recht, aber was soll ich machen? Was ist mit Ihrem Wagen, Kyrios? Hat er ihn repariert? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich habe das Gefühl, wir kommen vorläufig hier nicht weg. Das ist Pech. Tja. Sie sind ein gern gesehener Gast bei uns. Das weiß ich, Vasilis. Die griechische Gastfreundschaft ist überall bekannt. Andreas tut mir langsam leid. Er muss doch allmählich an sich selbst zweifeln. Du hast doch sicher schon mal was von einer Sisyphus-Arbeit gehört, ne? Das ist sowas Ähnliches. Ich habe hier ein wichtiges Ersatzteil. Ohne das läuft der Schlitten nie. Eine weitere tropische Nacht liegt vor Steve und Paul. Beide können nicht schlafen und wälzen sich verschwitzt in ihrem Bett. Was hast du gerade gedacht? Ich habe so vor mich her gesponnen. Rede hier nicht um den Brei herum. Du denkst jetzt an die Flöte da draußen. Das ist doch reiner Zufall. Da bringt irgendeiner seiner Freundin ein Ständchen. Nein, ich habe an was anderes gedacht. An was?
Wenn es wirklich wahr ist, dass Janice für Geld verraten wurde, dann haben die anderen doch schon jeden Stein umgedreht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich mache jede Wette, dass das Geld noch immer irgendwo liegt. Es sind 25 Jahre seit dem Krieg vergangen. Ja, aber nach Ende des Krieges hat es ja keinem mehr genützt. Der Verräter ist ja nicht in Gold bezahlt worden, sondern mit Papiergeld. Besatzungswährung, verstehst du? Wenn das Geld keinen Wert mehr gehabt hätte, hätte er es doch verbrannt. Stiefelchen, hast du jemals versucht, Geld zu verbrennen? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Dazu gehört sehr viel Willenskraft. Na gut. Du glaubst also, das Geld liegt noch irgendwo versteckt und du willst rauskriegen, wo, stimmt's? Ich will es zumindest versuchen. Ich vermute, es gibt hier im Ort eine Stelle, wo sie noch nicht gesucht haben. Und die werde ich mir mal ansehen. Leider wird Pauls Vorhaben von jemand beobachtet und so bekommt er einen Handkantenschlag ins Genick und sieht die Sterne funkeln. Stiefelchen findet ihn im dritten Stock des Hotels. Es war also nichts Auffälliges an ihm. Und du weißt doch nicht, wer es war. Nein. Aber eines weißt du jetzt, dass jemand nicht möchte, dass du hier rumschnüffelst. Ja, das weiß ich. Ich habe auch was für dich. Ich möchte, dass du dir ein hübsches Sommerkleidchen kaufst. Du wirst nur Schwierigkeiten beim Wechseln haben. Du hast es gefunden. Aber nicht nur den einen Schein, es gibt noch viel mehr. Und wo? Da kommst du nie drauf. Mach es doch nicht so furchtbar spannend. Wo? In Aristoteles selbst gezimmertem Sarg. Das habe ich erwartet. Was? Das Geld ist weg. Der Betreffende hat gewusst, dass ich ihm auf den Fersen bin. Aber gestern Abend war es noch drin. Ja, dieselben Scheine wie der hier. Tja, wenn wir das gewusst hätten. Das hätten wir brauchen können. Wir sind doch damals bettelarm gewesen. Haben Sie nie daran gedacht, mal hier zu suchen? Nein. Im Allgemeinen nimmt man doch an, dass ein Sarg leer sein müsste, bevor er besetzt wird. Ja. Ich verstehe nicht, warum mir Marco Pistoli nie etwas von dem Geld gesagt hat. Katinas Vater? Ja, damit hätte er zwar nicht sein Leben retten können, aber er wäre vielleicht nicht auf so grausame Weise umgekommen. Er wäre nicht, Es gab sicher einen Grund, warum er es ihm nicht gesagt hat. Welchen? Er wusste nichts von dem Geld. Er wusste nichts? Er hat doch Janice verraten und das Geld genommen. Warum wollte niemand mit Hardcastle reden? Warum wollte ihm niemand sagen, was passiert war? Kyrie Janice war ein Freund von uns. Er war nicht so wie die meisten Engländer. Er war sehr lustig, hat getanzt und gesungen. Er liebte alle Dinge, die ein Grieche auch liebt. Er hat ein Jahr lang hier gekämpft. Er wurde zu einer Legende, zu einem Helden. Er gab uns Hoffnung, als es nichts mehr gab. Nur Kälte, Hunger und Gefahr. Und Sie fragen, warum wir seinem Vater nicht gesagt haben, dass sein Sohn für Geld verraten wurde. Von einem von uns, für die er gekämpft hat. Wir waren eine verschworene Gemeinschaft, die durch nichts zu erschüttern war. Aber einer von uns hat versagt. Wir haben ihn zu Tode gesteinigt. Aber das war der Falsche. Kyrie Aristoteles hat mich rufen lassen. Was ist passiert? Nichts, noch nichts. Sind Sie da drin? Ja. Sie sind gar nicht bei Ihrem Mann, Kyrie. Nein, wenn er etwas besonders Verrücktes vorhat, ist es besser, wenn ich ihn allein lasse. Ich halte ihn dann auch nicht zurück und widerspreche ihm nicht. Hat er denn wieder mal was Verrücktes vor, Kyrie? Ich bin auf alles gefasst. Er schreckt vor nichts zurück. Sie Ärmste, ich wäre so froh, wenn Andreas endlich ihren Wagen repariert hätte. Willkommen, Vater. Setzen Sie sich. Katina, gib Vater Niklas Kaffee und geh dann. Sie sind auch einer von denen, deshalb habe ich Sie hergerufen. Ich verstehe nicht. Sie sind auch einer von denen, die Kyrie-Tempel verdächtigt. Einer von uns muss Janice verraten haben. Es war Marco Pistoli, das wissen wir doch alle. Marco Pistoli wurde zu Unrecht verdächtigt. Der Mann, der Janice verraten hat, sitzt hier unter uns in diesem Raum. Wieso einer von uns? Es gab noch andere im Widerstand. Viele von ihnen sind tot. Vielleicht war es einer von ihnen. Von den Toten kann es keiner gewesen sein, Vater. Das wissen Sie genau. Es gab noch andere. Nein. Nur 6 von uns haben gewusst, dass Janice durch Kalimeros kam. Es sind aber 7 hier. Mein Sohn Vasilis war damals noch ein Kind und nicht beim Widerstand. Wir müssen den Verräter finden. Und zwar jetzt. Sonst gibt es nie Ruhe, weil einer den anderen verdächtigt. Es muss endlich mal geklärt werden. Es wäre auch fair gegenüber Marco. Ich glaube zwar kaum, dass es ihn noch stören wird. Wieso habt ihr eigentlich geglaubt, es wäre Marco?
Weil er ein Fremder gewesen ist. Nur deswegen? Ja, er kam aus einem anderen Dorf. Das ist aber doch kein Grund, ihn zu verurteilen. Für die Menschen unseres Dorfes war es einer. Was weiß er schon über Janice? Er war nicht dabei, als man ihn verraten hat. Aber ich war hier, als sein Vater ermordet wurde. Ermordet? Er ist in die Schlucht gefallen. Er wurde mit einem Stilett wie dem ihren in den Hals gestochen. Sie lügen! Ich habe nicht gesagt, es war ihres. Hey, warum soll er Hardcastle ermordet haben? Warum? Weil er schon sehr nah an der Wahrheit war. Wie nah? Das weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, gäbe es keine Probleme. Aber es gibt noch eins, nicht wahr? So, welches denn? Wen ihr als Nächsten steinigt. Der ist genauso wie Janice, hä? Das hoffe ich nicht. Janice ist gestorben. Wie ist das passiert? Er arbeitete in Thessaly. Da musste er schnell weg. Zu der Mavropotamos-Brücke. Wir waren die Einzigen, die den Weg wussten. Wir führten ihn erst über die Berge, in ein Versteck, oberhalb von Kalimeros. Aber der Feind hatte erfahren, wo er ist. Die Deutschen waren meilenweit wie die Geier zwischen den Bergen und dem Meer ausgeschwirrt. Ja, aber wir haben versucht, ihn durchzuschleusen. Und wie? Es gab nur einen Fluchtweg von dem Versteck in den Bergen, durch Kalimeros, zu einer Bucht bei Alisa, wo ein U-Boot auf ihn wartete. Es war ein Weg, von dem niemand was wusste. Das dachten wir zumindest. Wer von euch ist denn bei Janice gewesen? Alle in dem Zimmer. Außer Marco. Wir wissen aber, dass Marco nicht der Verräter war. Wir drehen uns immer wieder im Kreis. Einer von euch hat ihn verraten. Wollt ihr denn ewig mit dieser Belastung leben? Es gibt eine Möglichkeit herauszufinden, wer es war. Ich werde noch mal denselben Fluchtweg benutzen. Nein. Doch. Genau wie Janice. Aber ich glaube, ich weiß jetzt schon, wer es war. Ich muss es nur noch beweisen. Das hätten Sie nicht sagen sollen, Kyrios. Hört zu. Jede Einzelheit werden wir genau so rekonstruieren wie vor 25 Jahren. Einverstanden. Aber den deutschen Posten brauchen wir noch. Den markierst du, George. Wir brauchen ihn unbedingt. Hier, nimm. Es ist das Gewehr, mit dem Janice erschossen wurde. Wir haben es später gefunden. Ja, es ist leer. Es braucht ja nicht geladen zu sein. Paul, du bist ein Narr. Ich weiß, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich will dir mal was sagen. Ich bin hierher gekommen, um einen netten Urlaub zu verbringen. Ich pfeife auf deine Extratouren. Es sind zwei Menschen hier ums Leben gekommen. Janice und sein Vater. Paul, ich mache mir einfach Sorgen um dich. Ach. Verstehst du das nicht? Stiefelchen. Sie sind nicht wie Janice. Andreas hatte Unrecht. Janice war nicht sehr mutig, aber er war kein Narr. Janice war nicht mutig? Ich will nicht sagen, er war feig. Aber er war vorsichtig. Er vermied jedes Risiko. Ein guter Soldat. Das hat ihm zum Schluss auch nicht viel geholfen. Es ist auch schwer zu verhindern, ein Messer in den Rücken zu bekommen. Haben Sie mal überlegt, dass jemand versuchen könnte, Sie auf die Weise abzuschieben? Oh ja. Es würde vielleicht nach einem Unfall aussehen, aber besser als bei Hardcastle. Und man wird nie dahinter kommen, wer der Täter ist. Denn wen interessiert das schon hier im Dorf? Ja, damit rechne ich. Und das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Paul stürzt sich schon wieder in ein Abenteuer, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Die Straße ist frei und Aristoteles wartet auf Sie. Sehen Sie den Eingang dort drüben? Ja. Dort werden Sie Aristoteles finden. Los, schnell. Danke. Und viel Glück. Oh, Sie haben es sehr schnell geschafft. Schneller als Janice. Ja. Aber er musste ja sehr vorsichtig sein. Wo ist der Sarg? Ich habe ihn aus dem Haus gebracht, zum ersten Mal nach 25 Jahren. Warum? Ich fürchtete, Sie könnten ihn vor mir brauchen. Sie haben mich in Verdacht, Kyrios. Das wundert mich nicht. Wieso? Vielleicht wegen des Geldes? Sie hätten es woanders versteckt, nicht im Sarg. Warum denn nicht? Das wäre doch gar keine so schlechte Idee gewesen. Aber glauben Sie wirklich, ich hätte Besatzungsgeld angenommen? Nein. Entweder Gold oder nichts. Genau. Wie komme ich jetzt weiter? Alle Straßen im Dorf sind bewacht. Auf dem Marktplatz steht ein deutscher Panzer. Die Mündung seiner Kanone ist auf meinen Gasthof gerichtet. Ich möchte ihn nicht verlieren. Sie bleiben vorläufig besser hier. Gut. Nein, das ist zu gefährlich. Wer spielt da? Ja, jetzt können Sie gehen. Andreas wartet auf Sie. Los! Moment. Wir sehen uns doch, Kyrios.
Genau so war es, damals. Sehen Sie Ihren Wagen, Kyrios? Ja. Es ist ein deutscher Panzer. Und ein deutscher Soldat sitzt im Panzerturm mit einem Maschinengewehr. Er überwacht den ganzen Dorfplatz. Wenn sich irgendwo was bewegt, macht das tak, 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 tak. Er ballert sofort los. Hä? Ja. Sie glauben, ich war es, Kyrios. Waren Sie es? Nein. Ich glaube Ihnen, Andreas. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Gut. Ich sage doch, Sie sind wie Janice. Sie sind sehr klug. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Deshalb habe ich auch nichts gesagt, als Sie das Ersatzteil von Ihrem Wagen mitgenommen haben, Kyrios. Das haben Sie gesehen? Natürlich. Stati ist ganz schön voll, hä? Sehen Sie dort den deutschen Soldaten? Ein blonder, gut aussehender Junge. Hoffentlich entdeckt er uns nicht. Mhm. Glauben Sie, er wird Stati erschießen mit seinem Maschinengewehr? Ich weiß es nicht. Er wird es nicht tun. Stati ist betrunken. Er steckt nur seinen Kopf in den Brunnen. Aber der Soldat beobachtet ihn. Ja, er lässt ihn nicht aus den Augen. Er ist ganz auf ihn konzentriert. So, jetzt versuchen Sie es. Gehen Sie rüber zur Kirche. Wir konnten ihn natürlich nicht lange hier behalten. Die Deutschen haben immer zuerst die Kirchen durchsucht. Sehr klug von ihnen. Von hier hat der letzte Teil seiner Flucht begonnen. Noch ein weiter Weg bis zur Küste. Haben Sie schon irgendwas erfahren? Ich glaube schon. Sie wissen, wer es war? Nicht mit Bestimmtheit. Ich war von Anfang an gegen dieses Experiment. Sagen Sie, was Sie wissen. Aristoteles und mir macht es nichts aus, aber unser Dorf muss endlich Ruhe finden. Ich muss die Sache zu Ende bringen. Was haben Sie schon davon, wenn es Ihnen gelingt, den Verräter zu finden? Sie werden Kalimeros verlassen und bald haben Sie alles vergessen. Also was soll das Ganze? Janice ist hier umgekommen. Und auch sein Vater. Wie geht es jetzt weiter? Wir warten. Auf ein Zeichen? Ja. Auf die Panflöte? Ja. Wer spielt sie? Asilis. Er war unser Bote. Er kämpfte nicht mit den Partisanen. Dazu war er noch zu jung. Aber oft hat er sich in den Bergen aufgehalten. Barfuß. Allein. Er konnte klettern wie eine Ziege. Daher hat er auch den Namen bekommen. Katziger. Ja. Ich habe es vergessen. Es ist alles schon so lange her. Bitte geben Sie es auf, Kyrios. Wir hatten hier genug Tragödien. Beruhigen Sie sich, Vater. Machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Ich weiß jetzt, wer es ist. Seit Sie diesen Raum betreten haben? Ja. Aber Sie wissen nicht, wie es passiert ist. Nein. Kyrie Aristoteles hat uns das hier für Sie überlassen. Wie finden Sie das? Es macht Ihnen also nichts aus, uns zu helfen. Nein. Kyrie Tempel meint, Sie wären eine glänzende Mitspielerin. Schade, solche Komplimente macht er mir persönlich nie. Das ist die Beerdigung unseres Vaters, Kyria. Sie sind meine Schwester, wenn Sie nichts dagegen haben. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ich verstehe das Ganze nicht. Auf diese Weise brachten wir Janice aus Kalimeros. Haben es zumindest versucht. Gut. Vasilis, es kann losgehen. Es ist nicht weit. An dem deutschen Wachposten vorbei. Genau so ist es gewesen. Stimmt's? Der Deutsche hat mich gefragt, was das für ein Begräbnis sei. Ja, was ist das für ein Begräbnis? Das meines Vaters. Ihr Hauptmann hat dafür die Erlaubnis gegeben. Ist in dem Sarg wirklich nur Ihr Vater? Ja. Und er ist tot? Leider ja. Warte einen Moment. Wir haben was Wichtiges vergessen. Ja, stimmt. Was hast du zu dem Soldaten gesagt? Du hast zu ihm Schweinehund gesagt. Weißt du das nicht mehr? Na los, Vasilis, sag zu ihm Schweinehund. Mach schon, Vasilis. Na? Es ist nur George Papadakis. Er tut dir nichts, hab keine Angst. Schweinehund. Weiter, Vasilis. Was hast du noch gesagt? Kerata. Ja, aber noch mehr. Was noch? Schwein, Schweinehund, Kerata, Kerata! Ja, das stimmt. Ja, und da machte der Deutsche was völlig Verrücktes. Er feuerte eine Salve in den Sarg. Ping, 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 genau so. Warum denn in den Sarg? Ich weiß es nicht. Er war doch wütend auf Vasilis. Warum hat er nicht auf ihn geschossen? Keine Ahnung. Es war nicht geladen. Das Magazin war leer. Als Aristoteles mir das Gewehr gegeben hat, war das Magazin leer. Hol einen Arzt, schnell! Paul! Was, Paul? Kommen Sie. Das Magazin war leer. Ich hab's genau gesehen. Richtig selbst. Da ist er. Paul!
Tut mir leid, Steve, aber es ging nicht anders. Es musste wirklichkeitstreu sein. Sie haben recht gehabt. Es war Basilis. Hör mal zu, der Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde sagt danke fürs Lauschen, danke für dein Like und bis demnächst mit Paul und Steve.